Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unserer Camilla hier in ihrer Villa zurück in Rom, wo jetzt interessant zu sehen sein wird, wie es weitergeht und ob uns Loco nochmal in irgendeiner Form über den Weg läuft. Wir sollen uns jetzt um unsere alltäglichen Angelegenheiten kümmern. Wir haben hier noch eine Quest, Damen in Gefahr. Caesar muss mit Marcellus Vipsanius in seiner Villa besuchen. Caesar hat erfahren, dass Lucia, eine Serva im Dienst des bekannten Winzers, seine Tochter zur Welt gebracht hat. Vipsanius ist bereit, um ihre Freiheit zu verhandeln, aber welcher Preis wird er dafür verlangen? Ja, das wird noch interessant werden, da werden wir Caesar natürlich unterstützen, aber erstmal werden wir schauen, was Synodos sagt. Davor werden wir allerdings nochmal ein paar Fähigkeitspunkte verteilen und bei Deianira, für die wir hier noch etwas tun können, gehen wir hier auf die geeinte Front. Das werden wir nochmal erhöhen. Jeder Treffer fügt dem Ziel minus 5 Moral zu. Ja, nächste Schritt sind dann minus 10 Moral und ein Hexfeldradius. Das ist, glaube ich, ganz gut. Haben wir bisher nicht so oft verwendet. Aber hier haben wir jetzt, glaube ich, ganz gute weitere Optionen. Ansonsten ist hier alles, was bei Deianira hier in diesem Gladiator-Entwicklungsbaum zur Verfügung steht, irgendwie nicht ganz so spannend. Schauen wir mal. Bestia ist dann der nächste und hier finde ich es interessant, die Finte. Mal schauen. Also bewegt euch durch ein Hexfeld, das von einem Gegner besetzt ist und landet auf dem Hexfeld dahinter. Ist auch auf verbündete Charaktere anwendbar. Das finde ich ganz interessant und kann vielleicht, ja, so im Kampfgetümmel ein entscheidender Vorteil sein. Das werden wir mal auswählen. Mal schauen, ob das relevant werden wird. Okay, dann sprechen wir mit Synoros. Guten Morgen, Domina. Ihr habt länger als sonst gebraucht, um euch fertig zu machen. Okay, offensichtlich waren wir beim Begräbnis für Lucullus. Das Begräbnis hat mich ausgelaugt. So viele Menschen für nur einen Mann und doch kannten ihn nur so wenige wirklich. Ja, Begräbnisse sind für alle Beteiligten peinlich und unangenehm. Zum Glück gibt es heute zahlreiche simple und alltägliche Aufgaben für euch zu erledigen. Wir haben ein paar Schulden ausstehen, es gibt die Frage der Erbschaft zu klären und die Küche will wissen, was ihr heute essen wollt. Und zu guter Letzt ist der Wein angekommen, den ihr bestellt habt. Ja, dann, okay, machen wir uns ran. Von was für Schulden reden wir hier? Die Klageweiber, sie erwarten die ihnen zustehende Bezahlung. Darüber hinaus hat sich eine bei der Beerdigung schwer verletzt. Sie braucht medizinische Hilfe. Ist das überhaupt möglich? Man kann sich doch nicht umbringen, indem man zu viel weint. Gut, wir können jetzt 500 Denari zahlen oder ich bezahle keine Klageweiber, es war Lucullus Bestattung. Zieht die Kosten von seinem Nachlass ab. Ich glaube, das ist tatsächlich, in der letzten Folge hat uns Synoros ja eine komische Antwort gegeben. Ich glaube, das war die Antwort hier auf diesen Punkt. Nein, aber unsere Camilla ist da nicht, ja, nicht irgendwie gierig oder geizig. Die 500 Denari, schön, bezahlt sie und kümmert euch um ihre Wunden, wenn ihr könnt. Wie ihr wünscht. Aber Lucullus hat mir was hinterlassen, oder nicht? Das ist eine Untertreibung. Seine Bibliothek und seine zwei Sommervillen gehören euch. Ui. Aber die Besitztümer müssen offiziell überschrieben werden. Und da stoßen wir auf einige Probleme. Ach, lass mich raten. Es ist, weil ich eine Frau bin. Trotz eurer Position als Besitzerin der Villa und als derzeitiges Oberhaupt der Familie könnt ihr keinen weiteren Besitz an euch bringen. Lucullus hat damit gerechnet und alles eurem Ehemann vermacht. Ah, und ich habe keinen Ehemann. Das werdet ihr vielleicht ändern wollen. Ein Ehemann würde eine ganze Reihe möglicher Probleme lösen. Es setzt aber voraus, dass ich jemanden finde, mit dem ich auskommen kann. Oder ich bin nicht so weit gekommen, nur um all das an jemand anderes zu übergeben. Oder vielleicht könnte es als einfache Geschäftsangelegenheit funktionieren. Ja, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung. Ein vernünftiger Gedanke, Domina. Okay, und welche Auswahl haben wir dann in Sachen Essen?
Es ist Wildschweinsaison. Wir sollten ein paar davon kaufen und einlagern. Flavius sagt, die Muschelernte war ziemlich gut, falls ihr Lust auf Meeresfrüchte haben solltet. Und zu guter Letzt kann ich verschiedenes Obst für euch bestellen. Ja, gegrilltes Wildschwein. Aber nur hoffen, dass wir da nicht auf einen bestimmten Gallier treffen. Ich mag frisches Obst. Holen wir uns ein paar Orangen heute. Ich werde sehen, ob ich nicht ein paar auftreiben kann. Und jetzt zum Wein. Ich habe keinen bestellt. Ist das so? Ich habe mich schon gewundert. Ich ging davon aus, dass ihr die Konkurrenz testen wolltet. Nun, sie haben ihn in das Arbeitszimmer gebracht. Wir werden uns das ansehen. Vielleicht war er für jemand anderen gedacht. Das klingt doch ein bisschen zu seltsam. Bringt mir ein Messer und bewaffnet euch, nur für den Fall. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Es tut mir leid. Ich werde euch sofort eure Waffen bringen. Okay, wir haben jetzt ein Küchenmesser bekommen. Wir haben doch schon den Besen. 5 bis 7. Dann kriegt Sinneros das Küchenmesser. Wenn er uns begleitet. Okay, jemand hat euch Wein gebracht. Ihr müsst ihn genauer untersuchen. Dann werden wir das mal tun. Einen schönen Tag. Cato, Markus Porcius Cato ist der Mann. Na, Cato? Ich hätte einen angenehmeren Empfang erwartet. Ich versichere euch, ihr werdet euer Messer nicht brauchen. Für mich ist das ein angenehmer Empfang, Cato. Ihr solltet sehen, wie ich Gäste empfange, die nicht willkommen sind. Was hat das zu bedeuten? Oder vergebt mir, Senator, ich wusste nichts von eurem Besuch. Ich hielt euch für jemand anderen. Jemand, den ihr lieber sehen würdet? Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr erfreut, euch zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich schulde euch eine Erklärung. Nun, Legate, oder sollte ich Legata zu euch sagen? Ihr könnt mich Camilla nennen. Mir sind Namen wichtig und für was sie stehen. Damit ich euch bei eurem Namen nennen kann, sollte ich wissen, wer ihr seid. Ich bin aus Neugier hier. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne stellen. Die Form und das Prozedere müssen gewahrt werden. Daher diese Einführung. Euer Ruf eilt euch voraus. Sowohl Optimates als auch Popularis waren von euren Taten beeindruckt. Den Taten des mysteriösen Schützlings des Lucullus. Ihr seid ein heißer Kandidat für den Senat, meinen einige. Andere sehen euch als potenziellen Gegner. Aber niemand hätte gedacht, dass ihr eine Frau seid. Abgesehen von euch? Ich hatte meine Vermutungen. Sollen wir das Gespräch unter 4 Augen fortsetzen? Ich habe keine Lust mehr, hier herumzustehen. Beides irgendwie nicht so richtig passende Antworten. Bin sehr beschäftigt. Bitte sagt mir erst, was ihr wollt. Ich will reden. Ich will euch besser kennenlernen. Und dann vielleicht ein Angebot unterbreiten. Okay, wir können ausgehen und ein paar Becher bei Marcellus Vipsanius leeren. Naja, kommt mit auf einen Spaziergang durch den Garten, während meine Mutter das Essen zubereitet. Also falls ihr euch nicht davor fürchtet, vergiftet zu werden. Oder mir scheint, das sollten wir mit vollem Magen weiter besprechen. Was würdet ihr gern essen? Cato, wenn ich mich recht erinnere, ist einer der Advokaten, der uns, glaube ich, auch vor dem Senat schon mal vertreten hat oder an unserer Seite stand. Tatsächlich können wir ihn hier auch schon ablehnen. Aber ich glaube, das ist nicht... Wir werden schauen, was sich daraus entwickelt. Das ist nicht Camillas Art, glaube ich, hier schon einen Riegel vorzuschieben. Ja, mir scheint, das sollten wir mit vollem Magen weiter besprechen. Was würdet ihr gern essen? Wenn das möglich ist, würde ich Meeresfrüchte nehmen. Ich habe viel über die Kochkünste eurer Mutter gehört.
Das Essen meiner Mutter eignet sich in der Tat perfekt für politische Anschläge. Ich würde Sinnos als Koch vorziehen. Unter den gegebenen Umständen könntet ihr enttäuscht werden. Dennoch werde ich mein Bestes geben. Nun gut. Darf ich euch etwas fragen? Ihr dürft. Gut, dass Camilla immer noch ihren Besen dabei hat. Warum tut ihr das alles? Eure persönlichen Probleme sind doch mit dem Asienfeldzug gelöst worden. Warum habt ihr in Afrika erneut alles riskiert? Ihr hättet doch auch zu Hause bleiben können. Tja, am Ende geht es ja tatsächlich auch noch um den Mord an ihrem Vater. Ich suche nach Gerechtigkeit. Ich werde nicht ruhen, solange der Mörder meines Vaters noch atmet. Es gibt einen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache. Seid ihr sicher, dass ihr nach dem einen sucht und nicht nach dem anderen? Ich weiß, wer mein Vater und wer Lucullus ermordet hat. Wenn die Gerechtigkeit etwas anderes sagt, dann hat sie Unrecht. Interessant. Ihr denkt, euer Gerechtigkeitssinn wäre allumfassend. Eine sehr einfache und fehlerhafte Weltsicht. Und wenn alles getan ist, was wollt ihr dann am liebsten tun? Ich könnte hier in Rom einiges ändern, vielleicht die erste Königin hier werden. Ich glaube, solche Ambitionen hat unsere Camilla nicht zwingend. Möchte sie hier wieder wegkommen? Ich weiß es nicht. Eigentlich eher nichts. Das Weingut ist alles, was ich brauche. Das und dass die Menschen, die ich liebe, hier sicher sind. Mitgefühl, gepaart mit einem echten Mangel an Vorstellungskraft. Manchmal vergesse ich, dass ihr am Ende doch eine Frau seid. Ich werde das nicht schönreden. Die Welt wird von Männern bestimmt. Aber ich glaube, das kann auch ein Vorteil für euch sein. Ich bin mir sicher, so einige Leute hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen von ihren verknöcherten Ideen ausgehend. Dennoch habt ihr den zu erwartenden Ausgang der Ereignisse verändert. Es ist faszinierend. Ich kann mir gar nicht ausmalen, welche anderen Geheimnisse ihr noch verbergt. Ich darf nicht einmal Land besitzen. Mir ist nicht klar, was daran hilfreich sein soll. Spekulationen sind gefährlich. Sie führen Menschen in die Irre. Ich bin sehr daran interessiert, mehr über euch herauszufinden. Naja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wollen wir beim Abendessen weiterreden? Ich komme um vor Hunger. Aus diesem Kato muss ich gestehen. Das ist kein Essen, das ist ein essbares Gedicht. So schade, dass es schon vorbei ist. Aus diesem Kato werde ich nicht so richtig schlau. Sinnos praktiziert die kulinarischen Künste. Er kennt sich gut mit Kräutern und Gewürzen aus. Er versteht sein Handwerk wirklich sehr gut. Sicherlich wollen ihn euch viele abkaufen. Wie schafft ihr es, da hart zu bleiben? Der alte Sinnoros steht nicht zum Verkauf. Er ist Teil dieser Familie. Ich würde sein Vertrauen nie verraten. Treue zu den eigenen Untergebenen ist eine wichtige Tugend. Ich bewundere eure Integrität. Es wird langsam spät. Eure Servi wirken müde und ihr seht unbehaglich aus. Was bedrückt euch? Es tut mir leid, wenn ich etwas abwesend wirke. Ich muss über vieles nachdenken. Lasst euch von euren Sorgen nicht unterkriegen. Ihr tragt eine große Last auf euren Schultern. Es liegt keine Schande darin, diese Bürde zu teilen. Meine Gefährten teilen die Last mit mir. Ist das gerecht Ihnen gegenüber? Er stellt aber auch immer Fragen.
Ich zwinge Sie ja nicht dazu. Wie ihr wisst, verzichten Menschen manchmal darauf, sich zu beschweren, einfach weil sie die Konsequenzen fürchten. Hier ist mein erstes Angebot. Ich finde, wir sollten diese Flasche leeren, während wir unter uns sind. Ich bin sicher, es gibt noch viel, was ihr mir zeigen könnt. Ah, bitte versteht mich nicht falsch, aber es wäre mir lieber, wenn wir unsere Beziehung geschäftlich halten. Das ist bedauerlich. Vielleicht habe ich die Stimmung falsch interpretiert. Und dennoch muss ich sagen, ich habe diesen Abend genossen. Er war eine willkommene Abwechslung. Aber nun gut. Glücklicherweise habe ich noch einen zweiten Vorschlag, falls ihr mich noch anhören wollt. Ich habe eine Ahnung, um was es dabei geht. Ihr habt eure Begabung zum Kommandieren und für die Politik unter Beweis gestellt. Und ich bewundere eure Persönlichkeit. Aber was auch immer eure Pläne sind, es wird euch schwer fallen, sie als Frau umzusetzen. Gewisse Dinge sind euch einfach nicht gestattet. Ein Ehrenmann würde diesen Umstand normalerweise nicht ausnutzen. Aber nur wenige Männer sind von Ehre. Man wird eure Situation als Schwäche ansehen und versuchen, sie auszunutzen. Fahrt fort. Ich bin ein Mann von Ehre. Lasst uns heiraten. Seht es wie eine Geschäftsbeziehung. Gibt es da nicht andere Kandidaten? Gibt es da nicht bessere Kandidaten? Warum kann Caesar das nicht machen? Wenn wir es jetzt hier ablehnen, ist es endgültig, ich fürchte schon. Auf der anderen Seite passt es vielleicht auch zu unserer Camilla, ihn hier auf diese Art und Weise, naja, irgendwo zu nutzen, als Strohpuppe einzusetzen. Ich meine, er scheint ein kluger Kopf zu sein, aber schwierig. Schwierig. Als wir das erste Mal vorm Senat saßen, hatte ich nicht das Gefühl, dass er so die allergrößte Hilfe war. Aber vielleicht ist es die Art und Weise unserer Camilla hier, so die Dinge dann für sich zu richten. Über ihn als eine Art Strohpuppe. Inwieweit er sich lenken lässt, das wird allerdings noch abzuwarten sein. Nun gut, ich kann mir keinen besseren Kandidaten vorstellen. Ich werde mich morgen um alle Vorbereitungen kümmern und sichergehen, dass ihr alles behaltet, was euch zusteht. Und dann müssen wir uns um die Hochzeitszeremonie kümmern. Nun gut, dann sollen wir jetzt mit unserer Mutter sprechen. Allerdings, bevor wir das tun, wir haben ja hier noch Aufgaben bei den Damen in Gefahr. Und werden hier natürlich noch Caeso helfen. Dafür werden wir die Villa aber verlassen müssen. Hier in diese Richtung, hier geht's raus. War hier nicht noch jemand, mit dem wir sprechen konnten? Unser persönlicher Vorrat an dunkelste Rose ist beinahe auf. Cicero! Soll ich noch einige Fässer Wenn Sie noch welche übrig haben. Ach nee, Cicero war nicht der andere Advokat, oder? Salve, wie ich sehe, wolltet ihr gerade gehen. Ich bin froh, dass ich euch noch erwischt habe. Senator, welchem Umstand verdanke ich die Ehre eures Besuchs? Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre nur für einen kurzen Höflichkeitsbesuch hier. Aber in der Tat hat mich eure Freundin gebeten, herzukommen. Julia Kalida hat sich sehr viel Ärger eingehandelt und sie hat mich ersucht, ihr Rechtsbeistand zu sein. Okay. Wenn Kalida unsere Hilfe braucht, bin ich gerne dazu bereit. Was braucht sie von mir? Ich habe ihr gesagt, dass ich sie vertrete, um euch einen Gefallen zu tun, wenn ihr damit einverstanden seid.
Aus Gründen, die sich noch offenbaren werden, ist es für eure Freundin wichtig, dass sie sich bedeckt hält. Sie hat einen unauffälligen Treffpunkt beim Markt ausgewählt. Bitte trefft uns noch heute dort und sie wird ihre missliche Lage erläutern. Gut, ja, darum werden wir uns natürlich auch kümmern müssen. Ist hier ansonsten noch irgendwas auch in diesem Vorhof? Nein. Gut, dann können wir die Villa verlassen. Die Villa Pinaria. Genau, zur Villa Vipsanius werden wir jetzt reisen. Der berühmte Weinhändler Marcellus Vipsanius lebt in dieser schön, aber bescheidenen Villa auf dem Hügel Esquilinius. Und mit Cäsar werden wir uns dort treffen. Oder als Cäsar. Vipsanius. Der große Cäsar Quinctius Aquilinus. Euer Ruf eilt euch voraus. Man sagte mir, ihr werdet geschäftlich hier. Also lasst uns übers Geschäft reden. Ich will, dass ihr eine eure sehr weh freilasst. Abkaufen, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, aber fangen wir mal, pokern wir mal erstmal etwas höher. Eine seltsame Forderung ohne jede Grundlage. Ihr scheint aus irgendwelchen Gründen eine Schwäche für dieses Mädel zu haben. Lustigerweise wisst ihr aber doch nicht einmal ihren Namen. Oder doch? Sollen wir das jetzt offenbaren? Damit treiben wir natürlich auch nur den Preis hoch. Was kümmert euch das? Es kümmert mich eine Menge. Der Preis einer Ware hängt von ihrem Wert ab. Mhm. Und Wert kann sehr subjektiv sein. Für mich zum Beispiel ist sie völlig wertlos. Aber sie ist die Mutter eures Kindes, oder nicht? Das macht sie für euch wertvoller, als ihr es euch leisten könnt, fürchte ich. Okay, er weiß es. Gut, dann hätten wir es auch nicht zwingend erzählen brauchen, aber er hat natürlich recht. Das werden wir sehen. Ich würde das lieber mit eurem Freund, dem Patrizier, aushandeln, als mit euch. Ihr Weingut ist in den letzten Jahren recht berühmt geworden. Die Gelegenheit, einen Konkurrenten in den Ruin zu treiben, das ist etwas, was mir viel bedeutet. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir ihn unterstützen. Ich werde sie rufen lassen, aber sie wird eventuell eine Weile brauchen. Sie ist eine vielbeschäftigte Person. Ich habe sowohl Geld als auch Zeit. Salve, Legate. Ich hoffe, man hat euch darüber informiert, welches Geschäft wir hier abschließen wollen. Bevor wir anfangen, will ich noch etwas zu eurem Wein sagen. Tut das. Hilft es ihm zu schmeicheln? Versuchen wir es mal. Es ist mein Lieblingswein. Ich hoffe, dass ich diese Qualität auch eines Tages erreiche. Oh, nun ja, ich muss zugeben, auch euer Wein hat sich verbessert, seitdem ihr das Familiengeschäft übernommen habt. Tatsächlich, ich denke, ich könnte mich überzeugen lassen, Lucia gehen zu lassen. Die Serva, um die es geht. Als Gegenleistung hätte ich gerne, sagen wir, euer halbes Weingut. Wie klingt das? Was? Das ist doch Irrsinn! Das ist kein angemessener Preis für irgendetwas. Darauf könnt ihr euch nicht einlassen, Legate. Ich glaube, das nennt man Erpressung. Man nennt es Verhandeln. Natürlich könnt ihr mir ein Gegenangebot machen, aber ich sollte euch daran erinnern. Ihr wollt etwas von mir, und daher habe ich in diesem Spiel den Vorteil. Euer Preis ist völlig übertrieben. Es ist illegal, einen Wucherpreis für eine Ware eines bestimmten Werts zu verlangen.
Ihr könnt damit ja vor den Senat gehen, wenn ihr glaubt, das Recht sei auf eurer Seite. Falls nicht, mein Angebot steht. Schaut mal, wir können das hier auf die leichte oder auf die harte Art machen. Es liegt nur bei euch. Ich verstehe. Lasst mich raten. Die leichte Art wäre, dass ich euch meine wertvolle Ware einfach ohne Gegenleistung überlasse. Und die harte Art ist dann was? Ihr greift mich in meiner eigenen Villa an? Na, jetzt könnten wir hier mit Pathos überzeugen. Ehrlich gesagt, es ist genau andersherum. Euch jetzt zu töten, fiel mir wirklich sehr leicht. Nein. Meine Männer haben bereits eure Bücher überprüft und haben Beweise für unrechtmäßige Geschäfte gefunden. Wenn ihr mir einige wenige eurer Besitztümer überlasst, kann ich mich dazu durchringen, naja, das vielleicht wieder zu vergessen. Ganz sicher nicht. Damit sinken wir auf sein Niveau herab. Wir sind doch keine Verbrecher. Ihr könnt Schmutz nicht mit Schmutz abwaschen. Erinnern wir uns daran, was Sinneros uns geraten hat, bevor wir in die Stadt eingezogen sind. Ehre ist die Fessel des Helden. Manchmal muss man etwas Schlechtes tun, um ein gutes Ziel zu erreichen. Wie könnt ihr überhaupt von meinen Nebeneinkünften wissen? Das würdet ihr doch nicht wagen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich, ob sie die Wahrheit sagt. Aber ich bin sicher, dass sie es wagen würde. Nun gut, nehmt die Frauen. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will euch nie wiedersehen. Gleichfalls. Na, bitte. Hat doch funktioniert. Guter Cäsar. Ihr habt keine echten Beweise gegen ihn, oder? Ihr habt mich zu einem Mittäter gemacht. Das Verbrechen ist allein das meine. Derjenige, der ein Verbrechen nicht verhindert, ist ebenso ein Verbrecher. Bitte seid nicht zu hart zu euch, Domini. Ihr habt heute mein Leben gerettet. Und das meiner Tochter. Ich hoffe, ihr habt recht, Lucia. Geht. Holt euer Kind und bringt es zur Villa des Legatus. Wie erwünscht, Ominus. Einfach Cäsar, bitte. Danke, dass ihr für mich da wart. Ja, und Cäsar ist jetzt asketisch. Das ist doch eine feine Sache. Sehr gut, dann haben wir das erledigt. Dann müssten wir jetzt Matrizit. Kalida ist untergetaucht, um der Gerechtigkeit für den vor Jahren verübten Mord an ihrem Ehemann zu entkommen. Sie ist nun an Cicero herangetreten, um ihn um seine Hilfe bei ihrer Verteidigung zu bitten und versprochen, dass er euch einen persönlichen Gefallen tun würde, wenn er als ihr Advokat auftritt. Ja, wir erinnern uns, die Geschichte von Kalida haben wir ja schon mal erfahren. Als wir das erste Mal in Rom waren. Allerdings denke ich, werden wir uns Geschichte von Kalida dann hier in der nächsten Folge dann anschauen. Und ich verabschiede mich hier von euch mit diesem Blick auf die Stadt Rom und freue mich dann, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.